So, meine Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Willkommen zum fünften Part von South Park, der spekuläre Zerreißprobe. Es ist jetzt gerade noch eine Cutscene gekommen, wo der Eric gesagt hat, dass wir jetzt einen Taco bei dem einen Taco-Laden holen müssen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht noch einen geschnitten, sorry. Aber wir gehen zuerst zur Schule, weil wir da nur eine Mission machen müssen, um unseren Charakterbogen auszufüllen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eigentlich schon ziemlich viel über unseren Charakterbogen gemacht. Wir haben schon die Mission mit Mosquito gemacht und wir haben die Mission bei der Kirche gemacht. Im letzten Part haben wir das Board gemacht. Und ja. Fürchtet die Agenten des Chaos! Flieht ruhig vor dem Chaos! So, wir sind jetzt bei der Schule. Da gibt es noch eine Schnellreisestation. Und dann können wir in die Schule reingehen, wo wir noch ein paar Selfies machen können. Mit den zwei da, glaube ich. Klar, genau. Machen wir ein Selfie! Immer Follower sammeln. Immer Follower sammeln. Sammeln. Ja, ich mache eh 10 Selfies täglich. Okay. Ich glaube, mit dem können wir anders helfen. Schick! Ja. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Hey. Ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß. Okay, aber diesmal kein Scheiß. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Ich verstehe nix. Hey, was muss ich machen? Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Schluss mit dem Scheiß! Verstehst nicht, was ich machen muss. Kaution, wet floor. Kann ich mit dir selfie machen, Bruder? Oh. Komm morgen wieder, ja? Scheiße. Gut, dann gehen wir weiter hinten. Trash. Kann man nur Müller sammeln? Da gibt's in der Turnhalle nur ein Yaoi, was ich holen kann. Und ein bisschen anderen Stuff. Da ist es hier. Verwirrt von der Schule, das ist. Ja. Das ist typisch für mich, könnte es sein. Da machen wir ein bisschen was. Gegengift. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon, oder? Da haben wir nichts, dann kann man nicht durch. Müssen wir da auf und da wieder rauchen. So. Jetzt gehen wir zum Vertrauenslehrer. Der ist da. Plan der so lang. Okay. Sind wir da. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Gut. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden. Verstehe ich richtig, dass du über dein... Hey, du musst keine Angst haben. Okay, mein so. Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Ja, ich bin jetzt wieder da, Mirkot über gestört sozusagen. Und ich bin jetzt wieder da. Wir müssen dort unser Geschlecht auswählen. Wann immer es dir passt. Ja, wohl sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Als ob's so witzig ist. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay.
Also nein, gar nicht. Es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass das S ein Junge ist, okay? Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Alles klar. Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Ja. Also komm jederzeit wieder. Ich bin männlich. Ich bin 100% männlich. Es ist viel witziger, wenn man das Zeichen auswählt oder neutral, wie es geschnappt ist. Jetzt muss ich gegen so eine komischen besoffenen Leute kämpfen. Oh Gott, ich habe so viel Hausarbeiten! Ich muss jetzt gegen besoffene Leute kämpfen. Genau. Schau, schau, schau! Das ist doch so was Geschlechtsneutrales! Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Ich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Ist das Glück weg? Ist mir egal. Linzel, du verpasst es. Genau! Jetzt steht's fest. Euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Du hast einen ziemlichen Zug am Leib. Lass mich raten, du furzt gleich. Was soll jetzt hin? Das ist ein Bluter. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarm. Das sah schmerzhaft aus. Davon verstehe ich was. Ich reagiere nicht gut aufs Patriarchat. Ohne Augenbrauen steht dir. Glückwunsch, du bist tot. Oh. Ich nehme meine Blutprobe. Glückwunsch, du bist tot. Nein, das ist schon. Sehr befriedigend. Meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache. Das wird unterhaltsam. Sind wir jetzt in der Woche? Vielleicht sehe ich mal heute sogar noch Ulti. Schauen wir mal. Ein Kind nach meinem dunklen Geschmack. Die Intoleranz siegt! Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Wir singen auf jeden Fall nur Ulti, die hier. Das Publikum wird toben. Fantastisch! Oh, wir singen. Gleich kommt der Schwarm! Wir singen nur Ulti. Nicht mehr so, nicht bei dem Herr, bei dem wir das in der letzten Folge. Nee, du hast mir dieses AIDS verpasst! AIDS. Das nennen wir das. Das ist ein richtiges, heftiges Ulti. Da kommen einfach alle Leute, die was da auf dem Feld sind und die was mit wenig Leben haben. Aber. Das ist auch nicht meine Lieblings. Beste Leben. So richtig, nice fight. Hassschmiede und 0,27 Kisten. Gut. Jetzt geht's weiter. Was haben wir jetzt als nächstes für eine Maps?
Der Purit, du Flüsterer. Also ja, wir müssen jetzt zu Freeman's Tacos gehen. Ich würde sagen, wir nehmen so eine Schnellreise. Ja, aber wir haben sie auf der Hauptstraße schon aktiviert. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Renn lieber schnell. Wir brauchen jetzt auch nichts ausgeschneiden, wenn wir da jetzt noch schnell da sind. Und ja. Ja, okay, ich glaube, ich schneide es doch aus, weil es dauert doch ein bisschen. Wir sehen uns. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB. Ruf mich, wenn du schnell von A nach BBB musst. Ja. Weiter gehen, wir machen hier Chaos. Haha, da kommst du nie rein, Superblödi. Aha. Nice. Drücke rein. Tacos. Jetzt machen wir uns einen eigenen Taco, das wird nice. Willkommen bei Freeman's Tacos. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Nice. So macht ihr kleine Ding. Dann kann man den schlagen. Du schaffst dir dein eigenes Grab. Das ist dann quasi die Abschluss-Challenge. Die werde ich dann erst machen, wenn ich das Spiel bedenkt 100% abgeschlossen habe, werden wir dann die Challenge machen gegen Freeman. Gegen Morgan Freeman dazu kämpfen. Das wird heftig. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Ja, das wisst Gott, da ist eine Toilette. Wir haben noch einen Jaul. Ja, dann machen wir noch schnell die Challenge da auf der Toilette. Ich hab's nicht geschafft. Okay, ich schneide den finalen Versuch rein. Oh mein Gott, ich hab's nur geschafft. Ich hab's gerade nur geschafft, da war nur so ein winziges Teil. Ich hab's nur geschafft, nice. Warte, versuch schon. Brauch ich eigentlich das eh nicht so schnell, das passt schon. Okay, dann rennen wir jetzt mit morgen. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier, gut, es schmeiß nach deinen ersten Schritten im Crafting. Können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch! Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Jetzt
Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Nice. Morgen Selfie. Morgen Freeman, das ist neue Folge von mir. Okay, das machen wir nie wieder. Ja. Nur noch eine Sache. Okay. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Okay. Das könnte vielleicht ein Anfang. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn Ende. Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Zum Kuhn-Versteck. Bobby, beim Kuhn-Versteck eine Schnellreiseflagge. Oh, hab ich sogar, Nice. Was brauchen wir nicht? Nein. Ja, überlass Chaos, das Chaos. Was ist dauert jetzt übelst lang, bis ich da beim Kuhn-Versteck bin. Wohin des Wegs? Renn lieber schnell! War jetzt eine höhere. So genau jetzt ist Freischalt, Bruder. Das hat einfach gar nicht gepackt. Moin. Aber ja, die Folge ist jetzt eh wieder schon ziemlich lang eigentlich. Also ja, wir schauen uns jetzt noch schnell an, was der Kuhn so zum Sagen hat. Und dann beende ich die Folge für heute wieder. Schön. Na, die Folge ist jetzt doch schon ziemlich lang. Also ja, ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt da schon. Also ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part, beim Part 6 wieder, wo wir dann schauen, was Cartman jetzt von uns will. Also ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, ciao.